So, dieses Bild, liebe Zuschauer und Zuschauer, ist jetzt nicht jedermanns, jeder Frau Sache zu dieser Uhrzeit. Egal, wir müssen über Preise reden, und zwar im Lebensmittelhandel. Die sind ja derzeit auf hohem Niveau und es ist eher wahrscheinlich, dass sie weiter anziehen. Und jetzt haben wir eine gegenläufige Entwicklung aktuell, mitten in der Grillsaison, ja, und das betrifft die Preise für Hackfleisch, Bratwurst und Steaks. Fanny Juschten. Fleisch ist ja bekanntlich manchem sein Gemüse. Daher freut es den Fleischesser beim Griff ins Kühlregal der Discounter wahrscheinlich besonders. Nach einem starken Preisanstieg sinkt dieser nun zum Beispiel bei Aldi für 500 Gramm gemischtes Hack von 4,59 Euro auf 3,99 Euro. Bratwurst vom Schwein in der 400 Gramm Packung verbilligt sich von 3,49 Euro auf 2,99 Euro. Und der Preis für ein Kilo Rindersteak rutscht von 27,99 Euro auf 24,99 Euro. Da greift man doch gern zu, oder? Könnte sein, dass wir dann wieder mehr kaufen, weil für mich persönlich, ich brauche nicht so viel Fleisch, aber mein Mann. Ich kaufe nicht Fleisch von Aldi. Ich versuche tatsächlich trotzdem, auch wenn die das senken würden, weiterhin auch viele vegetarische Gerichte tatsächlich einzubauen. Vegetarische Wurst boomt, der Fleischkonsum sinkt seit Jahren, nicht zuletzt auch wegen der kürzlichen Preissteigerung. Von dem jetzigen Preissturz halten Großhändler nichts. Ich kann Aldi verstehen. Besseres Marketing kann man nicht machen. Ist der falsche Weg in meinen Augen. Wir waren auf einem guten Weg. Jeder Mensch möchte da mehr Tierwohl für die Tiere. Jeder Mensch möchte eine vernünftige Bezahlung. Bezahlen können Bier wohl bald auch nur die Besserverdiener. Braumeister David Hertel hat mittlerweile die 7. Gaspreiserhöhung bekommen. Er ist darauf angewiesen. Ein Drittel Strom, zwei Drittel Gas wird für die Bierherstellung benötigt. Du steckst beim Anfang viel Energie rein, dass das Ganze kocht, dass es steril ist. Und am Ende muss man es runterkühlen, dass man es trinken kann. Und die Kohlensäure sich bindet im Getränk. Und deswegen ist es natürlich problematisch. Energiepreise und Gaspreise muss man natürlich umlegen. Bis zu 30% könnten die Preise steigen. Bei einem Kasten Bier zu 12,79 Euro wären das knapp 4 Euro mehr. Ein teures Anstoßen wird das in diesem Grillsommer.